Was lief schief im Leben von Recep Tayyip Erdogan? Wie wurde der junge Recep Tayyip von damals zu dem Erdogan, der er heute ist? Spurensuche in seiner Kindheit. In den 60er Jahren war der kleine Recep noch ein ganz normaler Drei-Schafskäse-Hoch. Also der stand am Dattelautomaten wie alle anderen auch. Er hatte bloß einen Minderwertigkeitskomplex, weil die anderen Kinder alle geschickter und klüger waren als er. Terrorist! Der Wendepunkt für ihn kam dann, als er ein Buch gelesen hat, und zwar eine türkische Übersetzung von Pippi Langstrumpf. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Eine gute Idee. Gesagt, getan. Genau wie heute besetzt der kleine Recep erstmal alle wichtigen Positionen mit seinen Verwandten. Natürlich auch beim Fußball. Aua! Terrorist! Oma, gib Brot! Sogar beim Monopoly macht klein Recep ab jetzt die Regeln selbst. Gehe ins Gefängnis, gehe nicht über Bosporus, ziehe keine 4000 Lire ein. Schon wieder hast du dir etwas selber gemalt? Neue Regel, Frauen dürfen keine Fragen stellen. Ja, der kleine Recep wurde dann zusehends neurotisch-despotisch. Sein Lieblingsspiel war Diktator Mutter Kind und sein Traumberuf Sultan. Und irgendwann hat er sich dann 50 Lira aus der Klassenkasse genommen, um sich ein Kalifenturban zu kaufen. Sein Vater ist durchgedreht. Hey, und dafür hast du 50 Lira geklaut, oder was? Ja. Was soll denn das, du Nichtsnutz? Hättest du 100 geklaut, hättest du nur Zigaretten mitbringen können. In dieser traumatischen Erfahrung liegt übrigens auch der Grund für Erdogans Pressefeindlichkeit. Aua. Scheiß Zeitung, die Dinger sollte man verbieten. Von kleinen Rückschlägen lässt er sich nicht aufhalten. Denn Kalif werden will der kleine Recep auch heute noch. Und nächste Woche? Was Kalif schief im Leben von Sultan Erdogan?